Naja, was soll's. Machen wir es mal wieder groß. Ich hätte halt jetzt wirklich gedacht, ne, dass irgendwie Mindeststern hier die Bohne wachsen lässt. Warum habe ich denn da einen Shortcut nicht gemacht? Bin ich doof? Wahrscheinlich im normalen Let's Play halt gemacht und dann beim Nachspielen, um den Freistand wiederherzustellen, vergessen. So, einmal hoch, einmal zack und tschüss. Zack und tschüss. So, groß machen, kaputt hauen und dann einen Stein zum Rollen bringen hier. Eigentlich so langsam mal in die Bereiche, wo wir was zu holen haben. Ja, da unten ist der Goldmob und da oben dann das andere Ding. Okay. So. Ausschalten. Zack. Und dann mal durch. Ein Dach. Da läuft man noch 5000 Mal in mich rein. Die KI, die nicht dazulernt, ne? So. 300 oder so. 100. Okay. 300 sind, glaube ich, die großen Roten. Und die Kiste. Große Bombentasche halten. Ja, das ist doch mal lohnenswert. Sehr schön. Das heißt, jetzt haben wir soweit alles. Jetzt wollen wir eigentlich nur noch mal kurz zu den Goronen zurück. Und dann haben wir einmal klar Schiff gemacht, sozusagen. Na, gehen wir da hin. Wir müssen mal nur gucken, wie wir zu dem Goronen hingehen können. Wo ist er nicht hin? Das ist ja wirklich blöd. Und kein großer Umweg, ne? Aber trotzdem. So komme ich da nicht hin. Ich habe es vorher versucht, indem ich halt hier irgendwie das mache. Aber hat auch nicht so funktioniert, wie ich mir vorstelle. Wie komme ich da hin? Hier geht mir mal nicht auf den Keks, ja? Danke. Hierüber ist halt nicht. Hey. Welche anderen Flugmechanismen hier in der Nähe sind ja auch nicht. Und ich meine, im Let's Play hätte ich das mal gemacht, damit ich da einfach mal vorbeischaue oder so. Ich erinnere mich halt jetzt beim Nachspiel auch nicht an alles, was ich halt im Let's Play halt irgendwie gesehen habe, ne? Und hier mal einen Stab rein, passt, ist ja auch doof wegen dem Stein davor. Ein Stein anziehen ist ja, war ja auch noch nie so ein Ding. Ich weiß es gerade nicht. Okay, kommen wir ja später nochmal zurück. Dann gehen wir jetzt tatsächlich erstmal der Hauptquest entgegen. Denn da müssen wir ja auch mal wieder irgendwie vorankommen, ne? So, das heißt, wir düsen einmal dahin. Denn wir können uns ja jetzt drei teilen.
Und damit können wir auch Steine jetzt verschieben in einer Breite von 3 Teilen. Verstehst? Nein, nicht schlimm. Ich schon. Ist halt die eine Stelle, wo ich gerade meinte, so, hey, da können wir uns 3 teilen. Ich bin jetzt tatsächlich mutig hier mal runtergesprungen. Ah, das ist die Stelle. Wenn ich jetzt hier runtergehe... zum Herzteil und dann da raus, ja? Okay. Gibt's hier irgendwas Tolles, während man hier so rumschwimmen kann? Ich kann nicht unter die Brücke durch. Immer noch nicht. Ist der Wahnsinn. Okay. Dann gehen wir halt einfach da weiter. Weiter, ne? Nee, hier kann ich runterfallen. Da ist der Schalter für die Brücke gewesen. Hier ist eine Kiste. Hier, jetzt wollen wir Muscheln. Wie viel habe ich jetzt schon wieder? 4. Mein gut, inzwischen ne, brauche ich auch schon mindestens 50 und. Yay. Das sieht der Einland hier aus. Na, Mammut, ziemlich finster nicht. Ziemlich gruselig, oder? Was? Du hast keine Angst? Ich natürlich auch nicht. Gut, gehen wir. Das sind Geister. Geister. Die nicht mal gruselig sind. Die sehen halt eher schon knuffig aus. Schleckerattacke. Bäh. Ganz kurz mal gucken. Aha. Wer hätte das gedacht? Ich. Oh, eine Fee. Willkommen am Brunnen der Abenteurer. Darf ich dir einige Fragen über deine Abenteuer stellen? Oh, ist okay. Das Flammenelement war das erste, das du errungen hast, nicht wahr? Nö. Glaube nicht. Ach so ist das. Gut, nächste Frage. Dein Großvater heißt Albrecht, nicht? Ja. Du sagst nicht die Wahrheit. Zu scharf verlierst du alle Pfeile. War das... Es war nicht Albrecht, okay. Dann nicht Albrecht. Ja, du darfst mir wieder Fragen stellen. Flammenelement war nicht das erste. Nein. Großvater heißt nicht Albrecht, sondern Albert, bestimmt. Melta vom Gongolberg hat 7 Schüler, stimmt's? Ich glaube ja. Ach so ist das. Gut, nächste Frage. Heißt die Frucht, die man isst, um die Menschen zu verstehen, Laberbirne? Nein, Quatschbirne. Ach so ist das. Gut, nächste Frage. Hat der jetzige König von Hyrule, Datus, einen weißen Mantel? Nein. Du hast all meine Fragen zu deinen Abenteuern richtig beantwortet. Deshalb werde ich dir helfen. Großen Pfeilköcher halten! Jetzt kannst du noch mehr Pfeile tragen. 99, ja? Mögest du erfolgreich sein. Okay. Ist okay, kann man mitarbeiten. So, jetzt müssen wir aber hier weiter durch den Gruselwald.
Ich hab ein Licht. Ich geh mit meiner Laterne. Meiner Laterne mit mir. Hallo. Nö. Lassen nicht. Ah, hier komme ich raus, okay. Tal der Königsfamilie. Naja, der Spaß war das. Oben. Links. Schlägt doch wen anders ab. Wie vorher. Also wieder nach links. Wie am Anfang. Nach oben. So ein bisschen Lost Woods mäßig. Und ab nach rechts. Nee. Lassen den. Wie auf dem vorletzten Schild. Nach oben? Jo, okay. Ein schlafender Geist. Ein schlafender Geist, der schläft. Alles an Geistern hier dezimieren. Da ist ein Schlüsselloch. Und hier ein Haus. Ach, guck mal. Guten Tag. Ich bin Boris, der Totenkrämmer. Was? Der Geist eines Königs rief dich? Das muss der König von Hyrule aus seiner fernen Vergangenheit gewesen sein. Ich bin ihm auch schon im Traum begegnet. Da er dich gerufen hat, muss ich dich wohl einlassen. Hier ist ein Schlüssel zum Friedhof. Ja, vielen Dank auch, ne? Danke, Boris. Kann ich bei dir jetzt ein paar Dungeons bauen? Nein? Okay. Okay, ja. Tschüss, Schlüssel. War schön mit dir. Diese Krähe. Diese Krähe. Sie hat den Schlüssel zum Friedhof geklaut. Renn hinterher und hol den Schlüssel zurück. Okay. Boris? Boris! Boris, brauch Hilfe! Oder Hefe! Hefe hilft auch gegen Geister. Kaufen Sie jetzt Hefe. Die Krähe hat den Schlüssel geklaut. Wenn du zu langsam bist, wird sie dir entwischen. Du musst schnell sein, um den Schlüssel wiederzubekommen. Okay. Ja. Da, meine Schlüssel. Yay. Du hast den Schlüssel also zurück. Du bist zu verträumt, Mammut. Nun ja, jetzt können wir das Tor zum Friedhof öffnen. Wird auch Zeit. So. Dann gucken wir mal, was uns dahinter erwartet. So, mal mit dir reden. Ich mach dir das Tor auf, sehr vorsichtig. Warum hast du nicht einfach sowieso den Schlüssel genommen und bist zum Tor gegangen und hast es mir geöffnet? Warum hast du mir den Schlüssel gegeben, stehst dann hier, ich verliere den Schlüssel und selbst dann muss ich dir den Schlüssel geben, damit du das Tor aufmachst. Muss ich nicht verstehen, ne? Guten Tag. Was träumst du denn hier? Das ist ein Friedhof mit echten Gespenstern. Jawohl, aber mein kleiner Bruder lebt in der Stadt Hyrule. Da treibt er gerne Schabernack. Wie ist ihm dort, wo er geht? Ja, ne, kannst du ja Fragmente fallen und dann geht er da vielleicht weg. Mal gucken. Der Neck. Jetzt weiß ich es. So wird das Spiel noch spannender. Haha, ich bin schon so gespannt. Ich will gleich damit anfangen. Na, gucken wir mal, wenn wir mal wieder in der Stadt sind. Oh, sie passen zusammen. Ich glaube, da passiert gleich was. Nee, da ist schon was passiert. Okay.
Kann ich hier irgendwie auf den Grabstein was lesen? Kann ich den verschieben? Nein? Warum nicht? Was soll denn das? Ach, guck mal. Aber da ist gar nichts.